Mein Soset ist bei dir. Das Gerben von Rinderblasen zur Herstellung eines Blätterspiels. Grundsubstanz ist eine Kochsalzlösung, angereichert mit 85%iger Ameisensäure und einem Fettgemisch, das ich von der alten Sämischgerberei Kolesch in Biberach an der Riß bekommen habe. Das wird jetzt nochmal angereichert mit Natriumcarbonat. Dann kommen die Blasen wieder rein. Nach 2 Stunden ist dann diese tagelange Prozedur beendet. Und dann werden die Blasen aufgeblasen. Und das wird jetzt aufgehängt und im halbtrockenen Zustand mit Glycerin eingerieben, dass es geschmeidig bleibt. Haben wir das Drumhorn für das Blätterspiel und das müssten, da müssen wir jetzt den Stock in die Blase einbinden. Und da hat er leicht zu Geschmäckle rausgegeben. Wenn nicht, das muss man da größer machen. Nein, ist gut. So. Es könnte höchstens auch sein, dass wir hier ein Stück Schaumstoff noch reinpassen müssen, damit es da keine Verwirbelung gibt. Aber man kann dann schon mal. Hinterlassenschaft von Tibor, und das haben wir eine neue Blase eingebunden und spielbar gemacht, und das geht jetzt auch. Also hier hat der Tibor keinen Rückschlagventil eingebaut, deswegen, also man kann hier hinten das mit der Zunge verschließen oder im Rachen, wie beim Zirkularblasen verschließen, das geht auch. Wir wollten im Oktober 2021 das Festival Sackpfeifen in Schwaben veranstalten. Das Festival gibt es seit 1997.
Leider ging es wegen Corona nicht. Und Xistra de Caruso hat uns deshalb folgendes Video zum ausgefallenen Festival geschickt. Celebrando Sackfest in Wiesbaden 2021. Por todos. Prost. 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 Oh. Thank you.
Vom 9. bis 11. September 2022 ist wieder Sackpfeifen in Schwaben. Neben dem Sackpfeifen werden Platern, also die Vorläufer oder Vorfahren der Sackpfeifen, im Mittelpunkt stehen. Vom 25. bis 27. August 2023 ist ein weiteres Sackpfeifen in Schwaben. In Balingen ist Gartenschau.